Ich bin über eine Kollegin von meiner Mutter. Sie hatte Gewehr unterrichtet. Ich bin dort mal ausprobieren, testen. Und nachher hat mir das sehr gefallen. Und dann bin ich mehr im Verein schnuppern. Also der Pistolenschütze, und bin dort hängen geblieben bis heute. Also die Faszination des Schiessen ist halt, der Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren, die halt dazu führen, dass man einen Zähner schiessen kann. Also wirklich sehr viel muss zusammenstimmen, als der Zähner geht. Und natürlich, wenn es eben funktioniert und das mehrmals hintereinander, ist natürlich die Faszination riesig. Und wenn du natürlich in einem Wettkampf bist und dort wirklich dein Bestes kannst abrufen kannst und es funktioniert, nachher später auch. Und du vor allem auch weißt, eben, hey, es könnte zu einem Platz gelangen, heute war es wirklich gut gewesen. Und als es dann später noch gelangt hat, ist natürlich gewaltig. Der schönste Moment war natürlich 2022, als ich in Polen an der Europameisterschaft Europameister geworden bin. Da habe ich im Wettkampf auch wirklich gewusst, hey, heute habe ich wirklich mein Bestes geben können. Alles funktioniert von Anfang bis Schluss. Und dann natürlich, als ich zu oberst auf dem Podest stehen durfte, war es natürlich faszinierend.